Hallo, herzlich willkommen zum großen Wintergespräch, traditionell aus Spanien. Wenn es um die Würzburger Kickers geht, die beziehen ja da ihr Trainingslager. Wir sind also in La Manga und bei uns ist auch traditionsgemäß der Cheftrainer der Kickers. Herzlich willkommen, Michael Schiele. Herzlich willkommen. Michael, viele sind neugierig auch auf dich, auf deine Person, deine Art. Wir wollen ein bisschen natürlich mit dir sprechen, ein bisschen was von dir auch erfahren. Vielleicht als erstes mal so, wenn man zurückguckt auf ja doch ein bemerkenswertes letztes halbes Jahr, sowohl für die Kickers als auch für dich persönlich. Was sind so die Dinge, die dir spontan einfallen, die dich am meisten irgendwie bewegt haben? Ja, persönlich jetzt mal das Positive rausgenommen. Klar, ich bin dann auch als erst Interimstrainer gewesen, dann auch zum Cheftrainer aufgestiegen. Das war jetzt nicht mehr positiv, aber dann mit einer Niederlage gestartet, aber dann das nächste Heimspiel dann auch, wo wir in Unterzahl gewonnen haben, fast eine Halbzeit in Unterzahl gespielt, welche Emotionen aufgekocht sind, die eigenen Fans dann sowieso, die haben uns immer unterstützt dann und auch, aber auch die Zuschauer, wie der Funke dann übergesprungen ist, wie der Einsatz von der Mannschaft, weil die unbedingt den Sieg dann auch wollten, wie dann die Zuschauer auf der Tribüne mitgefiebert haben, wie sie dann auch aufgestanden sind, wie sie jede gute Aktion applaudiert haben mit, ja, sei es ein Ballgewinn gewesen, sei es einfach nur ein Ball ins Ausgegrätscht mal, einfach das gelöscht dann das Ganze und dann auch noch die Umschaltaktion. Das war natürlich schon ein Highlight und ja, weil es natürlich dann auch 10 Monate her war, über 10 Monate, glaube ich, nach 10 Monaten wieder ein Heimsieg zu Hause. Es ist sehr viele Emotionen dann auch gebrochen. Das berühmte 1-0, ja. Viele Sachen, die du schon angesprochen hast, die wir natürlich auch nochmal aufgreifen wollen, unter anderem auch, was du mit der Mannschaft eigentlich gemacht hast, dass die plötzlich eine Mannschaft geworden ist. Aber vielleicht als erstes nochmal die Frage, du hast schon erwähnt, du warst ja erst der Co-Trainer und bist dann zum Cheftrainer befördert worden, übrigens nach einer 0-5 Niederlage. Das war also auch relativ ungewöhnlich, dass dann, glaube ich, 2 Tage später das Ganze offiziell wurde. Mhm. Wie schwierig war das oder was ist das für eine Situation für einen Trainer, wenn er erst Co. ist und dann plötzlich ist er der Chef? War das ein Übergang, der schwierig war? Ja, es ist nicht ganz einfach, auch in der schwierigen Lage dann auch erstmal das Vertrauen dann auch zu bekommen vom Verein nach der 0-5-Niederlage dann zu Hause. Wenn man nur das nackte Ergebnis sieht, denken wahrscheinlich ganz Fußballdeutschland, ey, was ist denn da los? Das 0-5 war natürlich auch sehr, sehr hoch dann auch zu dem Zeitpunkt. Trotzdem ist die Aufgabe mit Akribie angenommen, mit Leidenschaft dann auch. Die Leidenschaft und Akribie hat man dann versucht, dann auch an das Team dann zu vermitteln, übertragen. Auch mit dem Trainerteam, wir sind alle nochmal ein Stück enger zusammengerückt dann auch. Jeder hat sich da integriert dann auch, hat persönliche Dinge auch mal zurückgestellt. Und das haben wir natürlich auch der Mannschaft dann so gesagt. Und wir haben immer gesprochen von, weiß nicht, 3-4 Wochen, wo wir brauchen, weil es so von meinem Spiel dann auch im athletischen Bereich noch ein bisschen mehr, so von der Härte dann zur Widerstandsfähigkeit, dass wir aufgebaut haben. Und dann sind dann die Ergebnisse auch gekommen. Du hast ja auch ganz kurz, da möchte ich noch einhaken, nach außen so ein bisschen Zeichen gesetzt, sage ich mal, indem du 1-2 Leistungsträger, die bei deinem Vorgänger gesetzt waren, erstmal nicht mehr in die Startelf zumindest gestellt hast. Teilweise waren sie auch ein bisschen aus dem Kader, Hesel, Jopek als 2 Namen. War das auch was im Nachhinein vielleicht dahingehend mitgeholfen hat, deine Position gegenüber der Mannschaft zu stärken, dass die sehen, pass mal auf, der hat eine klare Vorstellung, mit wem er das durchziehen will, wie er es durchziehen will. Erstmal ist die Tür für alle offen, aber wer nicht so richtig mitgeht, der muss sich eben erstmal hinten anstellen. Ja, auf jeden Fall. Also Teamgedanke muss jeder mitgehen, aber trotzdem haben die Jungs auch mitgezogen. Also ein Hesel, der kann man nie was vorwerfen, dass der nicht mitgezogen hat. Waren halt dann unglückliche Sachen dabei und ich habe dann eben von mir entschieden und auch im Sinne des großen Ganzen, dass der Torwartwechsel dann sinnvoll, zu dem Zeitpunkt halt sinnvoll sein kann, dass natürlich solche Ausmaße dann annimmt, dass man dann auch 6-mal in Folge dann irgendwann gewinnen. Das ist natürlich, ja, ist dann der schöne Nebeneffekt, trotzdem auch nicht nur auf die Torwartposition, auch in anderen Positionen. Wir haben auch das System geändert, wir im athletischen Bereich mehr gearbeitet und gegen uns ist es nicht mehr so einfach, Tore zu schießen. Und wir schießen auch vorne Tore jetzt auf einmal. Und ja, Konsequenzen waren da. Die Mannschaft hat es wahrscheinlich dann schon auch zur Kenntnis genommen. Und man sieht es auch im
im Training. Ich kann jetzt nicht sagen, dass irgendein Training dabei ist, wo sich nicht jeder reinhaut oder wo sich dann mal einer rausnimmt. Und von dem her, die dann auch auf der Bank sitzen, die Trainingsqualität dann auch erhöhen, so stark, umso stärker sind dann die Spieler. Es ist ja auch wichtig, dass der Druck von hinten kommt, dass eben die Elf nicht da genau. irgendwo sich zu sicher sind, dass sie immer spielen. Ne? Ja. Ist ja auch wichtig für dich. Trotzdem, für uns Außenstehende, sage ich mal, ist irgendwas passiert, nachdem du das Ruder übernommen hast. Was genau hast du mit den einzelnen Spielern, und so hatten wir das Gefühl, waren es vorher, einzelne Spieler gemacht, damit es eine Mannschaft plötzlich ist, die auf dem Platz steht? Also redet man da viel? Du hast gesagt, System umgestellt. Okay, klar. Aber deswegen muss es ja trotzdem nicht so sein, dass jeder für den anderen rennt und kämpft und ackert. Ja, das setzt man aber voraus. Und es wurde auch angesprochen. Und dass wir das auch brauchen. Wir wollen kompakt stehen. Wir wollen vor den anderen. Das sage ich auch immer in den Sitzungen. Wenn einer einen Fehler macht, dann wollen wir für den anderen auch den Fehler wieder ausbügeln. Und da müssen wir hinkommen. Und das haben wir dann auch geschafft. Und wenn das halt nicht funktioniert, dann hat dieser Spieler oder diese Person, egal welche Person das ist, wer sich da nicht unterordnet, der hat dann das auch nicht verdient zu spielen. Und das große Ganze ist das Wichtigste. Und da kann sich ein Spieler nicht. Ja, also die Mannschaft ist das da, wie das dann immer so schön heißt. Ja, in dem Umfang. Und wir müssen kompakter sein, wir müssen besser umschalten, wir müssen alles in einem höheren Tempo machen, und das haben sie dann auch umgesetzt. Klar waren auch viele Gespräche dabei, wir haben auch personelle Änderungen haben wir gemacht oder habe ich dann gemacht auch, und die dann nicht so einfach waren, aber die Jungs haben es dann auch zurückgezahlt. Und trotzdem auch, wenn ich sehe, Sonnenhof Groß-Asbach, da hat dann Neumann nicht gespielt, da hat dann Nikolaou nicht gespielt, Taferzhofer reingekommen, Toni Syrre gespielt und super gespielt auch. Ist dann schade, dass ein Kapitän, also für die Person Toni Syrre ist es natürlich dann schade, dass er dann im nächsten Spiel wieder raus muss, aber der Kapitän ist einfach, der geht auch vorne weg, ja. Und das ist für mich ein verlängerter Arm auf dem Platz, und wir sprechen eine Sprache, und das ist auch ausschlaggebend. Hola, jetzt wird nebenher noch ein bisschen schon mal im Domizil geputzt und sauber gemacht. Macht nichts, lassen wir natürlich gerne mit uns machen. Aufgeräumt sozusagen. Aufgeräumt hast du ja auch ein bisschen, du hast es schon angedeutet mit den Gesprächen. Ist das so ein bisschen auch der Typ Michael Schiele, der sagt, ich rede erstmal, ich spreche in Ruhe vielleicht oder auch mehr oder weniger deutlich mit den Leuten, und wenn es dann nicht funktioniert, dann greife ich eben durch. Ist das so ein bisschen auch dein Charakter, wie uns dich selber beschreiben? Ja, ich denke, ich will authentisch bleiben. Also ich bin ein Arbeitertyp auch, und jeder Spieler weiß, was ich von ihm erwarte auf der jeweiligen Position. Und wenn ich das sehe, dann hat er es auch verdient zu spielen. Und wenn ich halt dann ein paar Sachen nicht sehe, dann muss man wieder drüber reden, und er muss das dann auch ändern. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass der Spieler weiß, was ich von ihm erwarte. Und dann kann er mich dann auch festnageln, und ich kann ihn festnageln. Klare Ziele sind ja da. Genau. Also schon einer, der die direkte Art dann auch bevorzugt. Direkte, offene Art, würde ich sagen. Aber im Zweifel auch mal das schützende Händchen. Schützende Händchen. So einen hat jeder mal frei? Ja, der hat schon auch. Es gibt so einen Joker bei mir auch mal. Der kann auch sich einer mal rausnehmen. Also nicht vor dem Spiel oder nicht nach dem Spiel oder am Spieltag. Also dass er auch mal frei bekommt, wenn irgendetwas ist oder privat. Aber auch auf dem Spielfeld. Ich sage, im vorderen Drittel haben sie auch ihre Freiheiten, wo sie auch dann mal Entscheidungen treffen können, wo vielleicht keiner damit rechnet. Oder dann verlieren sie ein, zweimal den Ball. Beim dritten Mal versuchen sie es wieder. Ja, vielleicht klappt es. Wenn es wieder nicht klappt, dann muss ich halt mal ein bisschen einfacher wieder spielen. Hat man dann auch in Skalatidis gesehen, wo er dann reingekommen ist. Oder Felix Müller, Marco Königs, Kaiser hat dann auch das umgesetzt. Aber nicht nur jetzt auf die offensive Position, sondern auch die defensiven Positionen. Aber das wissen auch die Jungs dann dahinter. Und darum sind sie auch da. Und darum ist die Mannschaft auch im Kollektiv so stark. Und einfach ehrlich, glaube ich. Man muss ehrlich sein. Man muss klare die Dinge dann auch ansprechen. Und man muss denen Ziele vorgeben. Felix Müller ist ja einer, der mittlerweile auch das Interesse einiger anderer Vereine geweckt hat. Auch letztlich ja ein Lob für eure Trainingsarbeit, für seine Trainingsarbeit mit auch, wie ihr das alles steuert. Ist das im Moment was, wo man das auch so wahrnimmt? Oder sagst du, naja, Vertrag läuft nach der Saison aus, wäre eigentlich fast ein bisschen lieber, wir könnten ihn so still und leise verlängern? Oder sagt man, eigentlich schön, dass wir auf dem Schirm sind, gucken wir mal, wie es weitergeht? Weil er hat ja erstmal gesagt, er bleibt auf jeden Fall bis zum Saisonende, und dann gucken wir mal. Also ihr werdet mit ihm reden, ne? Wenn er das gesagt hat, ist ja schon mal schön.
Wir wollen auf jeden Fall ihn halten. Wir wollen ihn halten. Das ist Fakt. Das weiß er auch. Und alles, was dann kommt, da wird er auf uns zukommen. Da müssen wir dann auch schauen. Und ja, das sind natürlich auch Monate nach hinten Gespräche, die zu führen sind. Klar, auch bei anderen noch. Sebastian Neumann beispielsweise ist ja auch einer, wo der Vertrag ausläuft. Da ist Daniel Sauer ja dann auch immer im kurzen Gespräch. Der ist ja auch hier im Moment im Trainingslager vor Ort und wird da auch schon einiges einleiten. Wir empfehlen es natürlich entsprechend, wenn es vorzeitig schon Verlängerungen geben sollte. Ich würde ganz gerne noch bei Privatmensch Michael Schiele bleiben. Es klingt so ein bisschen, dass du auch sehr ein Familienmensch bist. Ist das so oder täuscht der Eindruck? Ja, schon. Ja. Also ich bin schon ein Familienmensch auch und ich fahre dann auch dann gerne, wenn es mal möglich ist, auch nach Hause zu der Familie, zwei Jungs zu Hause. Ist im Moment aber nicht so viel möglich. Ne? Du hast hier eine Wohnung in Würzburg und bist sehr viel da, arbeitest akribisch. Fehlt die Familie dann? Fehlt dir das ein bisschen? Ja, das fehlt schon. Ich finde, wenn jetzt die Familie da wäre in Würzburg auch, wobei das für uns nie ein Thema dass die Familie mitkommt, dann denkt man vielleicht auch, jetzt muss man wieder heimgehen oder morgens geht man später. Und ich teile mir das halt dann so ein, dass ich schaffe das dann auf in zwei, drei Tagen und wenn es dann sein soll, dann fahre ich dann auch mal heim. Also am Wochenende, wenn ein freier Tag ist, auch automatisch und vielleicht kann auch mal sein, dass ich unter der Woche heimfahre. Wichtig ist für mich auch, dass ich weiß, wenn was zu Hause ist, dass ich in einer Stunde 15 zu Hause bin und dann mal auch wieder so die Geborgenheit für die Jungs und für die Familie. Ja, das ist auch was, wo man selber auftanken auch kann wahrscheinlich, ne? Genau. Ja. Auftanken auch beim Skifahren? Ich glaube, du bist begeisterter Skifahrer, wenn ich das richtig weiß. Ja, ich fahre sehr, sehr gerne Ski und manchmal schon, ja, es macht mir einfach Spaß, so in die Berge zu fahren, dann wenn der Schnee da glitzert, wenn die Sonne rauskommt. Und ich war auch gleich da 3 Tage nach dem letzten Spiel gegen Meppen, war ich 3 Tage alleine weg, bin da reingefahren, ich wusste, dass da Bekannte sind und so hat man sich getroffen, aber alleine Ski gefahren und macht mir riesig Spaß. Trotzdem war ich mit der Familie auch nur 4 Tage nur im Allgäu und von mir zu Hause ist es nicht weit. Bin ich auch 1,5 Stunden, 2 Stunden bin ich schon in den Alpen drin und schön. Und dann schwarze Piste, oder? Vollgas. Schwarze Piste, Vollgas. Vollgas, apropos, wir müssen natürlich auch nochmal auf die zweite Saisonhälfte zu sprechen kommen, die jetzt ansteht. Natürlich wollt ihr Vollgas geben, werdet Vollgas geben, da sind wir uns alle ziemlich sicher. Mhm. Ihr kommt mit einem Riesenlauf, in Anführungszeichen, nämlich 6 Spiele am Stück gewonnen, die letzten 6. Das nötigt schon sehr viel Respekt ab und es ist ein super Lauf. Warst du eigentlich ein bisschen quasi sauer, in Anführungszeichen, dass jetzt diese Winterpause dazwischen kam? Oder sagst du, mach nichts? Klar, so die Winterpause, so die Pause braucht man dann schon. Also das ist schon dann wichtig auch, dass man dann auch mal wieder runterfährt und dass man dann wieder Kraft tankt. Wobei wir schon einen Lauf hatten, wir waren widerstandsfähig, wir haben nicht locker gelassen, auch nicht im Training. Wir hatten auch die letzte Trainingswoche, auch wenn es dann kein gutes Wetter war, aber wir haben trotzdem voll durchgezogen und ob der Platz dann auch ein bisschen tiefer war oder nicht so gut bespielbar. Und vielleicht haben andere Mannschaften weniger gemacht, lassen wir mal so stehen, weiß ich nicht, da würde ich auch nicht beurteilen, aber wir haben weiter Gas gegeben und ich denke, dass dann auch noch andere Mannschaften kommen hätten können, wo es auch ganz, ganz schwer gegen uns gehabt hätten. Nichtsdestotrotz haben wir die 2 Wochen Pause gehabt, 2,5 Wochen, die haben zu Hause sehr gut gearbeitet. Das sehen wir auch jetzt schon, wenn wir jetzt am 4. Tag heute sind oder am 5. Tag im Trainingslager. Die sind auf einem guten Niveau. Wir haben auch nur noch knappe 2 Wochen und von dem her freuen wir uns dann jetzt auch auf Darmstadt noch. Da wissen wir auch, wie wir gegen einen sehr, sehr guten Gegner agieren. Wobei Utrecht gestern ja, auch der schon... Der Test natürlich gegen Utrecht 0-0 war ja auch... Super Mannschaft. Keine Laufkundschaft, ne? Ja, war super Sechster Mannschaft. Der niederländischen Liga, also. Super Zocker drin gewesen auch, aber wir haben kaum was zugelassen und das macht den Jungs dann auch gerade Spaß, da zu spielen, auch in der Saison. Und aber das ist auch so ein Thema, muss ich kurz einhaken, weil es im Training oft auch so einfach das Gefühl, den Anschein hat, dass die Jungs eben auch zwar hart trainieren, aber einfach Spaß auch haben. Wie wichtig ist dieser Faktor dann auch? Also es ist ja nicht nur Job, sondern Job darf ja auch Spaß machen. Auf jeden Fall, also das ist auch ein Elementar. Man muss immer wissen, wie Spaß, also wenn natürlich eine Ansage ist oder wenn eine Spielform ist oder wenn ein Pass spielt, da gehört absolute Konzentration in die Sache rein. Aber wenn dann auch mal kurz eine Pause ist oder vor dem Training, dass dann ein bisschen Wind haben auch, nicht nur Sonne.
dann muss eben mal wieder ernst gearbeitet werden. Richtig, und das nicht mal, sondern im Training, also das sehe ich absolut, da ist der Fokus da, da ist die Konzentration da und das fordern wir auch immer. Und wenn da was ist, dann wird gleich unterbrochen und wird gesagt, oder lass mal sie auch mal laufen. Ja. Da gibt es halt keinen Ball, wobei ich da nicht der Typ dafür bin und das haben sie. Die wollen auch nicht mehr diese Training haben, wie wir im Oktober gemacht haben, ohne Ball. Also von dem her ziehen sie Vollgas mit und das ist top. Am Ende darf dann eben auch mal. Du hast ja auch ein paar, die durchaus für ein Witzle und Späßle mal zu haben sind. Und das ist ja eigentlich auch ganz gut so, wie gesagt, solange du da den Hut auf hast und alles in die richtigen Bahnen lenkst, ist das auch kein Problem. Ja, viele sagen natürlich jetzt beim Blick auf die Tabelle, also wir sind kurz vor den einstelligen Plätzen, nach oben gucken wir dann schon mal. Und so groß, hört man dann immer wieder auch von einigen, sind die Abstände gar nicht. Zumindest mal gibt es viele, die sagen, Platz 4 hätten wir gerne. Was ja den Hintergrund hat, dass man dann eben einen Platz für den DFB-Pokal in der kommenden Saison sich noch sichern würde. Ist das eine Geschichte, wo du sagst, ich gebe überhaupt irgendeine Zahl, einen Tabellenplatz aus? Oder sagst du, naja, die Saison gucken wir jetzt einfach mal weiter. Wir sind im guten Lauf, haben 6 Siege, gucken wir mal, wie sich es weiterentwickelt. Und am Ende sehen wir dann, was bei rauskommt. Wir sind noch nicht einstellig, aber wir sind in der oberen Tabellenhälfte. Ist schon mal sehr schön. Wir wollten auch einige Punkte holen noch in der Hinrunde. Das haben wir geschafft. Haben wir uns so mit der Mannschaft auch festgelegt, im Trainerteam, dass wir einfach Spaß haben wollen, dass wir aber auch eklig sein wollen, wie wir es in den Spielen gezeigt haben, unangenehm zu spielen sind, mit Ball, ohne Ball, dass wir das reinhauen, was wir auch die letzten Spiele dann gezeigt haben. Und dann wird es auch sehr, sehr schwer gegen uns zu spielen. Und schauen wir mal, was die ersten 2 Spiele bringen. Dann haben wir ein super Heimspiel gegen Magdeburg. Ja, dass wir in den ersten 10 Minuten in Magdeburg verloren haben, auch andere Kulisse gewesen. Magdeburg bringt bestimmt auch einige Fans mit und ich denke, dass wir jetzt auch einen Schritt weiter sind und dass es ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel wird und da freue ich mich schon riesig drauf. Aber dass wir jetzt sagen, wir wollen jetzt so ein richtiges Ziel dazu kommunizieren mit Platz 4, keine Ahnung, Aufstieg, weil vor 2 Jahren warten wir auch so ungefähr Punkte geholt. Und das in der Rückrunde, ist natürlich parallel, wo viele sagen, Mensch, guck mal, und damals waren wir Dritter und sind dann über die Relegation dann noch raufgekommen, aber da ist natürlich auch vieles optimal gelaufen. Da ist vieles optimal gelaufen. Wir wollen so weitermachen, wie wir aufgehört haben und da arbeiten wir tagtäglich dafür und dann schauen wir mal, was Ende Februar, wie wir da stehen. Wir fragen im Zweifel dann auch nochmal nach in ein paar Wochen, wenn die nächsten 6 Siege möglicherweise dann gekommen sind. Dann müssen wir doch mal über Platz 4 oder 3 reden. Ja, dann wollen wir den freien Tag oder Nachmittag heute auch gar nicht überbeanspruchen. Bei dir, du hast schon gesagt, die Jungs haben frei. Du musst natürlich noch ein bisschen was arbeiten müssen, vorbereiten müssen, klar. Aber so 1-2 Stündchen vielleicht dann auch mal irgendwie durch die Gegend schlendern oder so, ist ja nicht ganz so schlecht. Man sieht es, glaube ich, hinten dran auch mit dem Ausblick hier in La Manga. Vielen Dank fürs Gespräch. Toi, toi, toi. Und wir freuen uns, glaube ich, da kann ich im Namen aller Fans sprechen, auf die Rückrunde bzw. die 2. Saisonhälfte, weil das, was wir in den letzten Spielen gesehen haben von den Kickers, das hat richtig Spaß gemacht. Also dann Servus aus La Manga. Vielen Dank. Schöne Grüße nach zu Hause.